Hinrundenabschluss, Lichtenberg 47 steht an, am kommenden Sonntag. Die Pressekonferenz ist hiermit eröffnet. Pele wird anfangen mit der personellen Lage, wie immer. Und danach sind Sie dran. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag. Personelle Lage ist ein gutes Thema. Ja, Mikko kommt ja zurück, Ranganov. Fünfte gelbe Karte, Gott sei Dank abgesessen. Dann noch erfolgreich, also die Mannschaft mit einem Sieg. Erbeck kann weiterhin nicht spielen. Wenn Sie mich jetzt fragen, was er genau hat, ist gar nicht so einfach zu erklären. Wenn ich es 100% wüsste, also ich weiß es schon, aber es ist für mich ein bisschen auch ein Rätsel, weil er hat an der Hüfte Probleme, wo die Physios aber sagen, dass muskulär alles safe ist, alles in Ordnung ist. Er aber sagt, dass der Schmerz so stark ist, dass ihn das behindert und dann keine Zweifel lässt, dass er nicht spielen, also dass er nicht spielen kann. Hat jetzt nochmal versucht nochmal eine andere Therapie, versuchen dann das nochmal zu erhöhen, die Belastung, um dann vielleicht in den letzten beiden Spielen nochmal zur Verfügung zu stehen. Fakt jetzt, am Sonntag wird er nicht spielen können. Die anderen Langzeitverletzten müssen wir jetzt nicht aufzählen. Und Gott sei Dank, des Weiteren haben wir keine Verletzten. Der ein oder andere hat dann die ein oder andere Einheit aussetzen müssen. Wir haben am Dienstag unseren Laktattest gemacht, auch um die Trainingspläne für den Winter zu machen. Ab den 15. Dezember. Und zu überschauen, in welchem Bereich dann in den letzten Wochen gearbeitet worden ist. Um es vorwegzunehmen, der ist ordentlich, ist aber ausbaufähig, so würde ich es mal sagen. Also wenn ich es richtig entnommen habe, ist ab 15. dann frei. Und die Rückkehr hatten Sie ja schon mal angedeutet, glaube ich, für den Montag, dann den 6. Ja, drei Wochen. Ja. Vier Wochen Vorbereitung dann. Es gibt auch schon Spiele, die abgemacht worden sind. Unter anderem gegen Altklinike spielen wir nochmal. Hier. Weil wir ja mit Altklinike nächste Woche dann die beiden Spiele gespielt haben. Ich denke, dass es für beide Mannschaften auch gut ist und auch Sinn macht. Hertha geht leider nicht, haben wir auch schon angefragt. Die haben schon vier Spiele. Gegen Chemnitz spielen wir. Gegen Internationale Leipzig, die jetzt Zwickau aus dem Pokal geworfen haben. Es sind drei und gucken, ob wir noch ein viertes Spiel bekommen. Ansonsten haben wir uns entschieden, dieses Jahr dann nicht ins Trainingslager zu fahren. Aber nicht aus Kostengründen, sondern einfach, weil die Vorbereitung damit vier Wochen zu kurz ist. Alle Spiele hier oder auswärts? Stand jetzt alle hier. Da gleich nochmal eingehackt, es ist ja noch offen, dieses Angebot von Union, auch hier über den Benefizweg noch was zu machen. Da wäre ja eine Möglichkeit im Winter gewesen, aber die Bundesliga ist ja nun ein bisschen zeitiger schon am Start. Ist das dann in den Sommer jetzt geschoben oder gibt es jetzt keine finalen Absprachen mit der Union zu dem Thema? Also beide Vereine suchen da den passenden Termin. Es gab den Kontakt auch von Union, die Anfrage, wann wir gerne spielen würden. Wir hatten natürlich dann den 26. Januar hätten wir gerne gehabt, als letztes Vorbereitungsspiel. Da ist aber die Bundesliga fängt aber am 19. oder 17., 18. an. Da haben wir keinen Termin gefunden, zumal die Anfang Januar auch im Trainingslager sind. Ich denke, dass es auch Sinn macht, dann das vielleicht für die neue Vorbereitung im Sommer so vorzubereiten, dass man da was von hat. Sie ein gutes Testspiel. Guten Witterungsverhältnis. Ich meine, gut, wir können die Heizung anmachen. Also ich weiß jetzt nicht, dass das nicht sein darf. Also im Gegenteil, wenn wir ein Freundschaftsspiel haben, dürfen wir die schon anmachen. Aber ich glaube, dass es im Sommer besser ist. So. Du hast? Nee. Herr Wollitz, Sie haben zwar mehrfach unterstrichen, dass Sie sich zu Ihren persönlichen Plänen, wie gesagt, erst am 14. oder 15. Dezember äußern wollen. Gäbe es außer den genannten Möglichkeiten, bleiben, verlängern oder nicht bleiben, noch eine dritte Variante, dass Sie Ihre Entscheidung erst in die Zeit nach der Winterpause verschieben, um dem Verein noch etwas Zeit zu geben, um mögliche
unabdingbare, aus Ihrer Sicht unabdingbare Dinge auf den Weg zu bringen? Also möglich ist alles. Wird man dann auch sehen. Also grundsätzlich haben wir uns so verständigt oder auch gesagt, dass man da auch die Entscheidung dann eher treffen kann. Also um das nochmal zu sagen, es geht nicht um meine persönliche Vertragssituation, sondern ich glaube, dass wir uns bekennen müssen oder bekennen sollten, wollen wir weiterhin Energie Cottbus als Profiverein haben. Und ich sehe das nach wie vor als sehr 50-50. Also man ist nicht ein Profiverein, wenn man unter Profibedingungen trainiert. Also es gibt viele in dieser Liga, die unter Profibedingungen trainieren, geben mir aber nicht das Bild eines Profivereins wieder. Infrastruktur, alles, das haben wir alles. Aber jeder weiß auch, dass Infrastruktur auch irgendwann mal dann ausgelöffelt ist. Man kann sich nicht nur immer jetzt auf die Infrastruktur der vergangenen Jahre, die dann Gott sei Dank 2008, glaube ich, 2007 dann richtig fertiggestellt worden ist, was von mir mehrmals gelobt worden ist, schon 2009, dass ich zum ersten Mal als Trainer unter solchen Profibedingungen arbeiten durfte und arbeiten konnte. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Nur die Erwartungshaltung in diesem Club Energie Cottbus, auch im Umfeld, ist so enorm hoch aufgrund der Vergangenheit. Aber wir leben ja im Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt ist Regionalliga-Fußball mit dem kleinsten Kader, mit der zweitjüngsten Mannschaft, mit Spielern, die noch im Abitur sind. Und wenn man dann verletzte Spieler hat, die wie Felix Geißler, der war als Stammspieler geplant, hat nicht umsonst die Nummer 10 gekriegt. Der wollte eigentlich in diesem Jahr durchstarten und der verletzt sich am Kreuzbandriss. Paul Germann hat in den 2 Jahren Regionalliga sehr, sehr viele Spiele gemacht. Immer dann, wenn wir ihn brauchten oder sehr flexibel was verändern wollten, war er immer, hat er viele Spiele gespielt. Schwere Verletzung. Heitic wurde als Ersatz geholt. Leider eine Nierenerkrankung. Stabecki war eigentlich als Nummer 1 geplant. Wir standen dann ohne Torwart da und hatten dann am Anfang so viele Spiele. Und deswegen müssen wir uns klar machen, auch mit dieser Erwartung, wenn man diese Erwartung erfüllen möchte, dann brauchen wir mehr Substanz. Und Substanz, Profifußball kostet halt eben Geld. Und natürlich kostet auch diese Infrastruktur Geld. Aber wenn Sie Infrastruktur auch nutzen wollen, wie Kraftraum, Mountainbikes, das ganze Polarsystem, was wir alles in den letzten Jahren auch nochmal zusätzlich zu den guten, was schon da war, angeschafft worden ist. Aber so ist der Fußball in der heutigen Zeit. Da brauchst du aber auch die handelnden Personen dazu. Du kannst ja nicht nur Material haben, aber du kannst das Material nicht einsetzen, weil du nicht die handelnden Personen dazu hast. Alles das, denke ich, sollte dann geklärt werden, dass man das jetzt nicht 100% sagen kann, welche Sponsoren weitermachen. Aber man muss auch davon wegkommen, dass nicht immer dieses eine entscheidende Spiel entscheidet, ob man weitermacht oder nicht. Also das ist eine extrem höhere, noch eine höhere Belastung, die wir da schon haben. Und glauben Sie mir, wir versuchen da das Bestmögliche hinzubekommen und alles zu erfüllen, den Menschen glücklich zu machen, den Menschen was zu bieten. Aber wir sehen in den Spielen, dass jedes Spiel ein harter Kampf ist. Das habe ich aber auch eingangs der Saison gesagt, dass das nicht in dieser Selbstverständlichkeit kommt in jedem Spiel, wie es dann vielleicht vor 2 Jahren war. Umso schöner ist es trotzdem, dass wir den Kampf aufnehmen und zumindest die Spiele gewinnen. Aber fußballerische Glanz, glaube ich, davon sind wir noch ein Stück von entfernt. Aber das hängt auch damit zusammen, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass heute zum ersten Mal 15 Spieler auf dem Trainingsplatz standen, ansonsten 11 bzw. 13 und das Woche für Woche jetzt, das ist nicht ganz so einfach in der Steuerung, in den Abläufen, in der Organisation. Natürlich kannst du immer Kleinfeldspiele machen, ist auch schön, aber Fußball ist am Wochenende nicht nur Kleinfeld, das ist dann auch Großfeld und da gibt es auch gewisse, sagen wir mal, Vorstellungen, die man dann bespielen sollte. Und immer 10 auf 0 und dann erfolgreich nach Hause zu gehen jeden Tag, wird am Wochenende, wenn dann der Gegner kommt, ist dann auch ein Stück anders. Und das werden wir jetzt am Sonntag haben. Das wird ein sehr interessantes Spiel. Das ist eine Mannschaft, die, ich glaube, der beste Aufsteiger auch, ne, in der Tabelle, hat tolle Ergebnisse sich erarbeitet. Zu Recht auch, wenn man die Spiele sieht. Das hat viel mit Taktik zu tun.
Das hat am Samstag auch, oder am Sonntag wird das viel mit Geduld zu tun haben. Können wir schon in diesem Spiel so geduldig sein? Können wir auch so organisiert sein, um am Ende erfolgreich zu sein? Wird eine echt entspannende Frage. Wird ein spannender Sonntag. Wir wollen das unbedingt gewinnen. Ich glaube, dann hätten wir nach 17 Spielen mit 36 Punkten echt die Möglichkeit, in den letzten beiden Spielen auch schon vielleicht alles oder nicht zu spielen. Also um zu sagen, okay, das sind dann wirklich für uns dann auch in dem Moment sowieso, wenn Altklinik, ich weiß natürlich nicht, wie sie heute spielen, die haben aber in die ersten 8 Spiele alle gewonnen, ne? 24 Heimpunkte ohne Zuschauer, das ist schon allen Respekt, aller Bonheur. Jedes Spiel in diesem großen Stadion zu gewinnen, sagen wir mal ohne große Unterstützung, das bedeutet, dass sie die Situation so angenommen haben, dass dieses Jahr nicht diesen Favoriten gibt. Der Favorit war eigentlich Leipzig und Nordhausen und am Anfang Hertha, aber da ist es dann auch ein bisschen in Schwanken gekommen. Bei Nordhausen gibt es die Geschichten, dass man sogar da erwägt, das zu beenden. Sollen angeblich, also ich weiß es nicht sicher, man hört das nur so oder man bespricht das in den Kreisen, dass die Gehälter nicht gezahlt werden und auch noch in einem anderen Club. Sollte das der Fall sein, wären wir dann auch nochmal der Leidtragende, weil wir haben da gewonnen. Lok auch noch, aber Hertha hat gegen sie verloren. Altklinik hat auch gegen sie verloren. Sollte dieses Szenario auch noch eintreten, was ich natürlich nicht hoffe und nicht wünsche. Ich glaube, man kann nicht vor der Saison solche Spieler verpflichten vom Namen her und dann nach 4 Monaten das Handtuch werfen. Aber wie gesagt, das wird spekuliert. Ich will da jetzt auch keine Diskussion reinbringen, aber mit dem Thema beschäftige ich mich auch. Wir brauchen, wie Sie wissen, ein paar Spieler immer auf der Platte, um am Wochenende erfolgreich sein zu können. Sie haben ja vorhin schon den Profifußball im Cottbus angesprochen. Die Regionalliga ist ja so die Schnittstelle zwischen Amateurfußball und Profifußball. Und jetzt Lichtenberg gegen Energie ist so ein Paradebeispiel, wenn so zwei Vereine aufeinandertreffen. Wie würden Sie das vergleichen? Wie gut kann der Lichtenberg überhaupt sein, um mit Energie Cottbus mitzuhalten? Ja, gut, aber genau das ist ja das Thema. Also der Anspruch und die Erwartung ist, dass wir das Spiel klar gewinnen. Das ist Cottbus und das ist Ding. Aber wir spielen in einer Liga. Und im Auftreten bzw. in der Erwartung mit dem Druck, dass du A sowieso wegen der Tabelle dieses Spiel gewinnen solltest und B aufgrund des Namens. Aber der Name, der schießt keine Tore mehr. Der Name bringt auch keinen Erfolg mehr, sondern nur das, was du dann auf dem Platz hast bzw. an Spielerqualitäten, die bringen Erfolg. Also ich glaube, dass wir in den letzten 3 Jahren auf einem guten Weg waren, aber es hat am Ende nach 3 Jahren ein Tor gefehlt. Und man sollte die Frage wirklich stellen, warum hat dieses eine Tor gefehlt? Da gibt es so viele Gründe und so viele Hinweise, warum dieses eine Tor gefehlt hat, dass das nicht andere schuld sind, sondern wir selbst an dieser Miserie schuld sind. Und das hat uns natürlich zurückgeworfen. Und wenn du jetzt, ich glaube, ich mache jetzt den dritten Neuaufbau in 3 Jahren und stehen trotzdem wieder an zweiter Stelle. Und jetzt ist die nächste Frage, wie kann man das i-Tüpfelchen erreichen? Das i-Tüpfelchen kann man erreichen, indem man, das ist keine Forderung, sondern es ist eigentlich nur eine Analyse aus diesen 16 Spielen mit den Pokalspielen, auch Landespokal, auch der DFB-Pokal, wenn man diesen Sprung wirklich noch schaffen möchte oder sag ich mal, die Wahrscheinlichkeit, eine hundertprozentige Dings gibt es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit kann man erhöhen, indem man noch 3-4 gute Spieler dazu verpflichtet, um vielleicht zu sagen, okay, Erster zu werden, in der Relegation zu gehen, vielleicht gelingt es dann, weil noch ein weiteres Regionalliga-Jahr ist nicht immer ganz so einfach, das habe ich eben gesagt, dann glaube ich, wird die Frage irgendwann gestellt, ist Profifußball in Cottbus unter diesen Voraussetzungen noch finanzierbar? Und es wäre sehr schade, wenn dieser Verein, wenn es diesen Verein irgendwann nicht mehr als Profiverein gibt. Und da habe ich jetzt schon mehrmals vorgewarnt, weil andere Vereine schlafen nicht. Andere Vereine gehen da dran vorbei, gucken sie, wer in der zweiten Liga spielt. Das sind nicht die namhaftesten Vereine, aber die machen es richtig gut. Die Heidenheimer, die Sandhäuser und wie sie alle heißen, die Wiesbadener mittlerweile,
auch wenn sie jetzt in der Tabelle weiter unten stehen, aber sie haben alle Möglichkeiten. Und die Traditionsvereine, die Essen, Alemannia Aachen, Energie Cottbus, Kickers Offenbach, FC Saarbrücken, auch wenn sie jetzt Erster sind, aber wie viele Jahre waren sie in der Regionalliga? 4, 5? Keine Ahnung. Richtige Traditionsvereine, die 70er, 80er Jahre in der Bundesliga gespielt haben. Energie Cottbus war das Aushängeschild des Ostfußballs, wo keiner mit gerechnet hat. Und jetzt kämpfen wir um den Anschluss wieder in die dritten Liga zu kommen oder um den Anschluss des Profifußballs zu erhalten. Und da muss man irgendwann diese Frage auch öffentlich stellen, ist das möglich? Wenn man die Zuschauerzahlen sieht, wenn man das sieht, wie viele Trikots wir verkaufen, dann sage ich, mehr als möglich. Wenn man sieht, gegen Bayern München Stadion ausverkauft, wenn man sieht, gegen Borussia Dortmund, ich hätte mir nie erwünscht oder darüber nachgedacht oder in Traum mir erlaubt, so einen Traum zu haben, dass 19.000 Zuschauer gegen Borussia Dortmund kommen. Also die Leute lechzen ja danach. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Dass man diesen Leuten auch dass die Möglichkeiten gibt, hier wieder Profifußball zu kommen. Und ohne Geld im Profifußball, dann muss man nicht immer diesen einen Verein, der dann mal so einen Durchmarsch gemacht hat. Es gibt aber auch viele Vereine, die es noch nicht geschafft haben. Und es gibt auch ganz viele Vereine, die dann aufgrund immer in diesem Vergangenheit-Denken auch ganz von der Bildfläche verschwunden sind. Siehe Wattenscheid 09 und auch noch andere Vereine. Wie viele Insolvenzen da in den letzten Jahren waren. Kann man dann all das Gesagte damit zusammenfassen, wenn man sagt, der Trainer wird dann dieses Vertragsangebot nur dann annehmen, wenn der Verein ihm glaubhaft versichert, dass er im Winter nachlegen kann, spielertechnisch, denn wir haben es immer wieder gehört, wir brauchen noch 2, 3, 4 im Idealfall. Letztens war die Rede dann nur noch von 2, egal, aber auf alle Fälle personelle Verstärkungen von routinierten Spielern. Junge, Hungrige haben wir selbst, aber eben diese Leithammel oder wie wir das immer genannt haben, diese Anker. Wenn der Verein sagt, ja, du darfst. Sie haben sicherlich den Zettel da, auf dem diese Namen draufstehen und er bestätigt, ja, das wird es davon, das Einverständnis eines neuen Vertrages abhängig, nur davon? Also erstmal müssen wir sagen, dass wir sowieso 2 Spieler noch holen dürfen. Das war immer im Etat eingeplant. Das habe ich, glaube ich, mehrmals hier gesagt, dass in der Verantwortung, die wir insgesamt im Funktionsteam haben, das wird ja alles in dem Team abgesprochen, auch die ganzen Analysen, haben wir mit mehreren Spielern versucht, sie davon zu überzeugen, für Cottbus zu spielen. Und es ist uns mehrmals nicht gelungen. Mit den vorhandenen Möglichkeiten, aber auch viele wollten nicht in dieser Liga. Die sind zwar immer noch nicht vom Markt weg, aber haben sich halt, man kann jetzt sagen, der eine sagt gegen uns, nein, die haben sich halt dafür entschieden, nicht in die Regionalliga zu wechseln. So interpretiere ich das. Ich sage nur, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, werden 3, 4 Spieler sicherer. Du weißt nicht, ob, und das ist aber eigentlich unabdingbar, dass Rangelow und Müller fit bleiben. Das ist unabdingbar. Aber jetzt diese 2 passenden Spieler zu diesen 2 Spielern zu bekommen, vom Alter her, von der Qualität her und natürlich auch in dem wirtschaftlichen Rahmen, brauche ich nicht erzählen, dass es nicht ganz so einfach ist. Ich meine, dass Müller und Rangelow schon aufgrund ihrer Vita, aber auch aufgrund ihrer Qualität das Beste des Vereins ist, plus dann Nachverpflichtungen, Borgmann, Ehrberg, Brückmann, so, das muss ja auch finanziert werden. Nur 5 Spieler reichen nicht aus, um die großen Ziele zu erreichen. Dann haben wir Langzeitverletzte gehabt mit Zickert, der es jetzt ordentlich macht. Dann haben wir viele junge Spieler, dann haben wir einen überraschenden Spieler mit Eisenhut, der das richtig, richtig gut macht. Wenn Sie mit denen eine Analyse machen, also ein Gespräch führen, Entwicklungsgespräch, das haben wir gehabt diese Woche mit ihm, weil er sehr viel unterwegs war, dann weiß man auch, warum der so gut ist. Das ist 1:1, so wie er denkt, wie er lebt, so spielt er auch Fußball. So spielt er wirklich Fußball, das ist 1:1. Das ist ein Genuss, einen 18-Jährigen, der noch U19 spielen kann, so geerdet, so bodenständig, so klar, auch auf seinen Weg, da habe ich allerhöchsten Respekt. So, aber wenn von diesen Spielern welche ausfällt, dann haben wir schon Erbeck oder auch andere Spieler, dann
dann ist der Kader einfach zu dünn. Der hat gar keine Breite, der hat gar keine Tiefe. Er lässt gar keine Flexibilität dazu. Dann ist es schwierig, diese Ziele, die besprochen worden sind, zu erreichen. Und wenn es 4 Spieler gibt, sage ich nochmal, erhöht man die Wahrscheinlichkeit, aber die Garantie gibt es dafür auch nicht. Man hat aber letztes Jahr im Winter gezeigt, mit klugen Entscheidungen, dass man die Wahrscheinlichkeit erhöht, die Klasse zu halten. Es ist noch nie einer mit 45 Punkten abgestiegen. Wir hatten die 5 meisten Tore. Ich habe das ja schon mal erzählt. Es war jetzt alter Kaffee. Wir waren in der Hinrundentabelle nicht auf dem Abstiegsplatz, in der Rückrunde nicht, in der Heim nicht und auswärts. Das kommt einmal alle 30 Jahre vor. Jetzt stelle ich aber die Frage, warum betrifft uns das? Warum trifft uns das? Das hat Gründe. Das hat Gründe, weil wir immer zu spät anfangen, das zusammenzustellen, was du eigentlich brauchst, um vorneweg. Nehmen Sie vor 2 Jahren die Mannschaft. Nach einem Jahr wussten wir, okay, da war aber vorher immer klar, es gibt 2 Jahre. Den 2-Jahres-Plan gab es, um wieder zurückzukehren. Da wussten wir nach einem Jahr, okay, wir brauchen noch auf dieser Position, wir brauchen noch auf dieser Position. Und dann sind wir losmarschiert. Ich kann nicht erkennen, dass es noch ein 2. Jahr unter diesen Profibedingungen gibt. Und eins ist sicher, ich arbeite nur unter Profibedingungen. Ich habe das jetzt 30 Jahre gemacht. Ich kann das andere gar nicht. Ich kann das andere gar nicht. Also ich überschätze mich da nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, ich kann auch nicht 7 Spieler aus der U19 holen und sagen, ich bin damit erfolgreich. Dann mache ich hier Leuten was vor und am Ende sage ich, ja, gucken Sie doch mal dahin, das war doch gar nicht möglich. Das tue ich nicht. Und genauso kann ich nicht, ich bin in diesen Profi-Abläufen aufgewachsen. Ich bin ein Kind des Profifußballs, von klein auf an und habe noch nie was anderes gemacht. Und diesbezüglich brauche ich auch diese Abläufe und brauche ich auch diese positiv diese Umstände und die kann ich ja nur wünschen, aber bestimmt tun sie die Verantwortlichen. Aber dass die Verantwortlichen Profifußball haben wollen, das kann ich bestätigen, das ist sicher. Nur Profifußball, nochmal, kostet Geld. Dann geht mal weiter. Das passt ja so ein bisschen zum Gegner Lichtenberg, wo die Spieler eigentlich Freizeitfußballer sein sollen, hört man jedenfalls, einige haben da Berufe. Bis zu welchem Grad kann denn sowas funktionieren, dass jemand arbeiten geht und dabei noch, sag ich mal, höherklassig Fußball spielt? Was denken Sie, ist sowas beispielsweise auch für eine dritte Liga denkbar, dass ein Spieler einen Beruf hat und noch dort gut Fußball spielen kann? Ja, das ist denkbar. Und es gibt auch mal eine Mannschaft, die das eine Saison, aber sie werden langfristig damit keinen Erfolg haben. Das geht ja nicht, wenn du unter Profibedingungen trainierst. Gucken Sie doch nur in der Statistik, wie viele Tore wir in der zweiten Halbzeit schon erzielen und wie viele Tore andere Mannschaften in der zweiten Halbzeit erzielen, wie viele Punkte wir da geholt haben. Und gucken Sie, wie das war schon in der ersten Zeit in der Regionalliga so. Also dann sieht man schon den Unterschied. Und es geht ja auch dann in der Begleitung. Ich glaube nicht, ich wünsche es dem Club, ich glaube aber nicht, dass Lichtenberg einen Spieler entwickeln kann, der dann am Ende in der Bundesliga spielt. Ich glaube aber schon, dass Energie Cottbus das kann. Aufgrund des ganzen Systems, aufgrund der ganzen Möglichkeiten. Aber umso anerkennender ist das, wenn es solche Vereine gibt, die das auch schaffen, aber auch diese Spieler finden, die da Bock zu haben, tagsüber arbeiten zu gehen und trotzdem abends zu trainieren und vielleicht auch nur mit 3 Trainingseinheiten und 4 Trainingseinheiten gewisse Spiele erfolgreich zu bestreiten, aber diese Endqualität, um vielleicht mal Erster zu werden oder das, ich glaube nicht, dass das möglich ist in dieser Liga mit Lok Leipzig, mit Energie Cottbus, jetzt mit Allklinike, die jahrelang gegen den Abstieg gespielt haben, aber jetzt eine Mannschaft haben, die sehr erfahren ist. Skoda, ich glaube, habe ich auch gelesen, geht auch noch nebenbei arbeiten, spielt die beste Saison vielleicht seiner jungen Karriere, 10 oder 11 Tore, da habe ich schon großen Respekt davor. Nur wir bedienen hier Woche für Woche 5, 6, 7, 8.000 Zuschauer. Da musst du auch die Erwartungen erfüllen, da brauchst du auch namhafte Spieler. Warum gehen gewisse Leute ins Stadion? Auch weil Namen anziehen und auch eine Erwartung erfüllen können. Das heißt nicht, dass man mit anderen Sachen nicht überraschen kann. Wir können gerne mit der U19, ich bin mir auch sicher, mit weiteren U19-Spielern würden wir nicht absteigen, aber wir würden nicht die ersten Plätze angreifen können. Das ist sicher. Schon alleine mit dem Namen. Ist egal, wen du aufstellst, du bist immer Favorit. Aber nur wegen dem Namen. Nicht immer wegen der Qualität.
scheinbar alles geklärt zu haben. Vielen Dank, drückt uns die Daumen am Sonntag.